Okay, wir haben auf jeden Fall noch einiges, was gesperrt ist. Kristallschuss in ein Gerät in der Nähe des verschlossenen Eingangs zu einer Höhle am schillernden Strand. Bananas! Bin am Sounds einstellen. Hi. Ich bin mal gespannt, was es für Sounds sind. Ich weiß nicht, gibt es hier noch eine Höhle? Soll ja hier noch eine irgendwo, irgendwo geben. Wie teuer ist das hier, um das zu Hallo. bauen? 1000. Wir haben nur 39. Okay. Könnte etwas schwierig werden. Dann stelle 10 Möbelstücke. Okay, bei Wall-E könnten wir dann noch eine Kuhweste halten. Wobei hier ist ja eigentlich noch sowas Höhenartiges. Ich weiß halt nicht. Ah, das hier ist es. Tada! Wunderbar. Dann können wir die Höhle betreten. Sieht nach Riels Rechte aus. So. Ich stelle es ein, es wird zu viel, zu chaotisch und trollig werden. Oh je. Oh je. Ansehen. Finde den Edelstein, der am besten passt, um die Aufgabe deines Helden fortzusetzen, ohne Rast. Okay. In seiner Amatitz 2000. Also wir brauchen wahrscheinlich Steine, die in der jeweiligen Farbe sind vielleicht. Und dann weiterzukommen. Finde den Weg, das erste magische Tor in der mystischen Höhle zu entfernen. Aber wie gesagt, ich gehe von aus, das war. Vermutlich. Steine brauchen. Können wir einfach mal ausprobieren. Huch. Egal. Können wir ja trotzdem sammeln. Können wir alles verkaufen jetzt. Wir haben jetzt ja Platz. Wir müssen ein bisschen. Viehplatz kann man das ja nicht nennen. Huch. So, nochmal mal die Wiese hier aufräumen. Okay. So, Steinchen. Das werde ich jetzt erstmal nicht aufsammeln. Sonst sitzen wir hier in 3 Jahren noch. Ein grüner Stein. Können wir gleich jetzt erst ausprobieren. Es wird auf jeden Fall so angezeigt. Mal gucken. Ist rot. Ich
Ist nur interessant, dann das Blau zu finden. Okay. Nehmen wir auch mal wieder mit. Können wir gleich auch noch mal ein bisschen was zu essen machen? So. Das ist eine Kiste. Möbel. Eine Regaleinheit. Geil. So, dann packen wir da mal ein paar Tomatoes hin. Tomatoes. Mais. 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 So, und dann einmal rein, weil ich keine Energie mehr habe. Ach, da ist noch ein Blümchen. Aufheben. Hier kann ich noch nichts weiter machen. Nee. Würde wahrscheinlich, wenn eh, Geld kosten. Ah, ich brauch noch was anderes. Und zwar würde ich das so mitnehmen und das so mitnehmen. Kann ich eigentlich auch Bäume entfernen? Oh, Tatsache. So, das kommt da auch mal mit hin. Und das kommt mal dahin. Dann haben wir mehr Platz hier, um unsere Beete zu machen. Das mache ich jetzt so. So. Sollten genug Möhrchen sein. So. Oh, und das Ganze wird jetzt noch gegossen. Hier die Meistergärtner. Dann hier mal abernten. So. Ernte 3 Gewürze. Oh, wir haben Lauch. Seit wann haben wir Lauch? Egal.
Was kann ich eigentlich mittlerweile herstellen? Weichholz brauchen wir dafür noch. Rechteckige Bodenfläche. Unheilvolle Kupfsteinpflaster. Wir stellen mal ein bisschen Kopfsteinpflaster her. Weiter. Wege. Ah ja, okay. Können wir hier nämlich mal die Wege reparieren? Das kann weg. Das kann ebenfalls weg. Ja gut, da ist jetzt doof. Huch, abbrechen. Lernen. Und da. Ich weiß schon, welchen Sound ich nehme, wenn sowas wie Multistreams ist. Oh je. Und will ich wissen, welcher? Will ich das wissen, Masuna? Eventuell wirst du es sehen, oh Gott. Na, ich bin gespannt. Bin gespannt. So, das kann dahin. Protest! Reden! So. Das kommt dahin. So. Dann haben wir doch zumindest schon mal ein paar. Achso, das kann hierhin. Das kann dahin. Haben wir noch ein paar Wege zum schon mal wieder repariert. So. Wunderbar. Gut. Ernten kann ich hier noch nichts. Dann gucke ich trotzdem schon mal, was wir kochen können. Also, was ist, wenn wir Blaubeeren und Himbeeren reinpacken? Okay, bleibt dabei, gibt's Obstsalat. Und wenn wir... Nee, warte. Was ist, wenn wir nur Himbeeren reinpacken? Anstrengend, heute Nacht nur 2 Stunden gepennt. Aber halt Spaß. No. Ah, was reden. Okay, es bleibt bei Obstsalat. Okay. Und wenn wir Weizen, Lauch und Basilikum reinpacken, gibt's Cracker.
Ja, über Discord. Wäre dann über Discord. Mit allem anderen kann ich nicht dienen. Köstliches Gemüse. Okay. Bräuchte ich dann noch was anderes? Juhu! Wir haben Samen. Packen wir direkt Mais wieder rein. Also, mein Mais rein. Das andere ist noch nicht fertig. Nee, ich brauche die Gießkanne. Nee, alles andere braucht noch. Dann holen wir uns hier nochmal Pünktchen. 1900, was soll ich mit den Punkten machen? Löwenzahn. Wir wissen, wir brauchen irgendwann immer wieder Löwenzahn. Also, dann probiere ich doch mal mit den Steinchen aus. Probieren wir einmal das mit den Steinen. Ich habe aber Wally jetzt gar nicht mehr gesehen, ne? Ach, hier ist gerade keine Banane mehr dran. Hier sind Bananen dran. Die Bananas nehmen wir noch mit. Und rein. Ja. Okay, dann brauchen wir einen blauen Stein noch. Ist jetzt die Frage, wo kriegen wir einen blauen Stein her? Ich glaube, ich hatte bisher nur ein einziges Mal blauen Stein. Die sind selten. Finde ich. Dann suchen wir mal nach Stein. Nee, da kommt ein grüner bei raus. Da kommt grün bei raus. Das auch noch. Ich könnte auch einen NPC mitnehmen. Eigentlich. Mal schauen. Wir brauchen einen blauen Stein. Da geht's nicht weiter. So eine Sprintfunktion wäre gut. Da gibt's auch wieder einen grünen Stein. Der einzige Vorteil dann an den Steinen, man kann sie teuer verkaufen. Hätte man einen blauen Stein nicht hergeben sollen. Hätte bestimmt dann auch mit Fortfahren. Hier geht gar kein Run. Achso, ich habe keinen. Alter, das Inventar ist aber gleich schon wieder voll. 100. Gebt mir blaue Steine. Da hinten läuft immer noch Mini rum. In ihrer unsichtbaren Form. Ist auch wieder rot. Ich brauche blau.
Brauch was Blaues. Na, wie geht's? Verkaufen. Dann noch kurz ein bisschen was kaufen. Zwei Salatsamen, damit wir Salat kriegen. Kann ich eigentlich? Würde mich gerade mal interessieren. Wo da hinten hingehen, können wir uns da schon eine andere Welt angucken? Da kann ich die nur zu bestimmten Zeiten. Doch, könnte ich. 1900. Jetzt komm schon! So ein beschiedenes Ozean mit tropischen Inseln, einen charismatischen Halbgott und eine junge Frau finden, die eine sehr geschickte Seefahrerin geworden ist. Bayana! Okay, und was war bei dem anderen? Und jetzt lauf! Oh, Hallöchen! Du bist der Einzige, der Dreamlight benutzen kann, um diese Tür zu öffnen. Drin wirst du eine Küche und einen sehr kleinen Koch finden. Komm! Magnifique, das ist französisch für großartig, weißt du? Es ist großartig, dass du jetzt die Welt von Ratatouille besuchen kannst. Juhu! Danke, sehr freundlich. Wir können zu Ratatouille! Remy! Oh. Oh. No. Kleiner Koch! Oh mein Gott. Ist das nicht die Geburtstagstorte von Röschen? Also aus Don Röschen? Pizza! Boah. Ansehen. Ah, dann kann ich dann kochen. Hallo, kleiner Koch. Gehst du öffne ich schon mal? Und ich habe einen Kleiderbeutel. Oh, eine schwarze Hose. Wow. Respekt. Basilikum, Mais, Zwiebeln, Oregano, Butter, Weizen. Okay. Erstmal mit dem kleinen Koch reden. Hallo! Oh, hallo! Mensch, den ich nicht kenne. Hm? Ich bin Remy und es sieht so aus, als ob du mir zuhörst. Moment, verstehst du mich? Natürlich, ich kann jeden hier verstehen. Ich bin Adaria. Als wenn das alles erklären würde. Ich bin ein großer Fan. Das ist natürlich so. Wirklich? Du hast also von meinem Restaurant La Ratatouille gehört? Ratatouille. Ha, ich Dummerchen. Natürlich hast du das. Du bist ja hier. Das ist ja toll. Entschuldige, dass ich mich kurz fasse, aber ich muss. Dass ich mich kurz fassen muss. Der Speisesaal füllt sich und die meisten meiner Mitarbeiter sind krank. Außerdem ist heute Abend ein Gastronomiekritiker zu Besuch. Ich muss einen guten Eindruck machen. Wenn er unser Essen schlecht bewertet, bin ich ruiniert. Kann ich helfen? Kannst du helfen? Aber natürlich. Hast du schon einmal in einer Küche gearbeitet? Ich kann kochen. Nun, zum Glück musst du nicht allzu Ausgefallenes machen. Noch nicht. Momentan brauche ich dich für den Abwasch. Klar. Danke, und bitte beeil dich. Ich brauche sie schnell. Hoffentlich sehen wir uns bald. Ja. Ja. Ja, meinte zwar die Stückchen, aber... Dann habe ich mehr für morgen. Okay. Also, alles gut. Guck mal, ich bin bei Ratatouille. Ratatouille. Da, Remy. Ist das nicht süß? Ja, kleiner Koch. Ja.
Wally habe ich auch schon kennengelernt. Muss das Fenster aber reinfallen. Ah, das ist das neue. Du hast dein eigenes Fenster. Ja, das ist jetzt dein eigenes. Ja. Voll toll. Und schon was vom Spiel gesehen? Nee. Und deins, hoffe ich. Und meins. Okay. Liebe dich. Dankeschön. Abwasch machen. Abwasch hier. Aber was ich mit Abwasch tun? Ich bin noch nicht sicher, was ich mit Abwasch tun. Huch, da wollte ich nicht hin. Ich wollte das dann machen. Aufgaben. Reichsaufgaben. Benutze deine Gießkanne, um schmutzigen Teller abzuwaschen. Das macht man mit einer Gießkanne. Okay, ab jetzt dann wasche ich auch nur noch mit der Gießkanne ab. Okay, nee, das zählt nicht. Da ist noch. Bonjour. Sauberes Geschirr, fantastisch, dank dir. Hey, wenn du schon mal da bist, was hältst du vom Kochen? Kochen ist eine Kunst. Finde ich auch. Die Art und Weise, wie die Aromen harmonieren, es ist wie Musik. Wenn man ein ganzes Gericht zubereitet, ist das wie das Komponieren einer Symphonie. Aber genau wie in der Kunst braucht es Übung. Lass uns loslegen. Toll, wir bereiten ein paar Gerichte zu. Eins mit Fleisch, eins mit Obst. Die Zutaten, die wir brauchen, findest du in der Küche. Danke. Sehr gut. Binde einen Fisch. Nee, da ist kein Fisch. Regenbogenforelle einsammeln. Habe ich das jetzt? Habe ich. Huch. Gegrillter Fisch. Hey, du bist es. Das ist eine perfekte Präsentation. Du verstehst wirklich etwas von komplementären Geschmacksrichtungen. Danke. Aha. Mal sehen, ob du es noch mal schaffst. Benutze diesmal Früchte. Au revoir. Finde eine Frucht in Remis Küche und bereite damit ein Gericht zu. Nur eine Frucht? Na komm. Naja. Na. Hallo! Ich bin beeindruckt. Du hast definitiv Talent, Herr Dyer. Du kennst dich offensichtlich in der Küche aus. Der beweist deine beiden Gerichte. Wir müssen uns aber beeilen. Der Gastronomiekritiker wird so langsam ungeduldig. Bist du bereit, etwas Komplizierteres auszuprobieren?
Ich freue mich immer auf neue Erfahrungen. Ich liebe diese Einspielung und die wirst du brauchen. Als nächstes musst du für mich ein Dreigänger-Menü zubereiten. Wird heute Abend der Präfix sein. Heute, du kannst... hey, du kannst sogar entwerfen. Wähle zuerst die Vorspeise. Ein deftiger Salat oder ein Paprikagebäck. Ein Paprikagebäck. Okay, dann brauchst du eine Paprika, etwas Käse und ein Ei. Wir sind ein gutes Team. Okay. Paprika. Etwas Käse. Und ein Ei. Ich mache einfach mal zweimal Käse rein. Man kann nie genug Käse haben. Ja, würde ich auch essen. Du bist es. Schau dir diese Vorspeise an, die du kreiert hast. Sieh dir dieses Erlebnis an, das du geschaffen hast. Weißt du, jede Geschmacksrichtung ist einzigartig. Aber wenn man sie kombiniert, entsteht etwas Neues. Und dabei geht es nicht immer um Innovation. Manchmal belebt man auch Vergangenes neu. Essen kann Erinnerungen wecken. Die Schulcafeteria, ja. Igitt. Ja, man kann auch Erinnerungen an schlechtes Essen wecken, aber das wollen wir vermeiden. Als Hauptgericht haben wir eine Pizza Margherita oder einen Gemüseauflauf. Ich entscheide mich für Pizza Margherita. Eine ausgezeichnete Wahl. Finde ein einfaches Rezept für Pizza. Es ist hier irgendwo. Dann verfeinere den Geschmack mit Gewürzen, damit es eine Pizza Margherita wird. Au revoir! Okay. So, alle sind auch getestet. Oh, es wird ein Traum. Ein guter Traum oder ein Albtraum? Weizen, Tomaten, Käse. Weizen, Tomaten, Käse. Weizen, Tomaten, Käse. Weizen, Tomaten, Käse. Weizen und Oregano. Je nachdem für wen. Oh je. Tomaten, Weizen, Käse. Beim Oregano und ich hoffe, es wird was. Alter, 4 Sterne. Oh, wie geil. Ich dachte immer, man muss Teig kneten. Nee. Ist ja viel zu kompliziert. Einfach alles in einen Topf und dann hast du eine Pizza Margherita. Ja. Hallo. Dieses Gericht war perfekt, aber du bist noch nicht fertig. Der letzte Gang ist der Nachtisch. Nachtische sind sehr wichtig. Sie sind der letzte Geschmack, den dein Gast mit nach Hause nimmt. Wenn wir keine fabelhaften Nachtische im Angebot haben, wird uns der Gastrokritiker in der Luft zerreißen. Okay, willst du einen Bananenkuchen oder einen Apfelkuchen? Ich entscheide mich für den Apfelkuchen. Ein Klassiker. Diesmal lasse ich dich allein arbeiten. Du brauchst 3 Zutaten und denk dran, das Wichtigste für jeden guten Kuchen ist Butter. Okay, also wir brauchen auf jeden Fall Butter. Oh je. Also Apfelkuchen. Ich nehme mal an, wir brauchen auch Weizen. Und dann natürlich... nee. Apfel?
Von der Logik her würde ich halt Milch und Ei auch noch mit reinpacken. Mal sehen. Mal sehen. Apfelkuchen. Der gestört auch. Mal gucken. Einfach rein, ja. So. Schauen wir mal. Okay, nee, das sind Waffeln. Okay, wir haben Waffeln gemacht. Das war nicht richtig. Also Butter kommt auf jeden Fall rein. Das ist ja... Ich nehme jetzt einfach mal zweimal Butter mit. Also Butter kommt auf jeden Fall rein. Und Äpfel ja sowieso bei einem Apfelkuchen. Fehlt eine Zwiebel. Ich nehme einfach davon. Ich gebe jetzt nochmal zwei. Und von dem Weizen auch nochmal. Und dann teste ich einfach. Ich mache hier einfach mehrere Versuche. Also Apfel auf jeden Fall. Butter auch. Eier. Mal gucken. Ich habe Bananenkuchen gemacht. Echt? Okay. Aus der Kombination kriegt man hart gekochtes Ei. Und was ist, wenn ich nur Apfel und nur Butter nehme? Pass auf, und das ist es dann. Nee, das ist ein Shake. Okay. Also da fehlt noch irgendwas anderes. Oh Gott, ey. Das ist ja... Also, Äpfel... Das kann was werden. Mein Inventar ist voll. No. Ablegen. Huch. Und... was lege ich jetzt raus? Am besten ablegen. Okay, also Apfel auf jeden Fall, Butter auf jeden Fall. Machen wir Eier und Weizen mal. Apfelkuchen! Da ist er! Okay, die Eier gehörten nicht mit rein.